willkommen zu einem niegelnagelneuen Projekt hier auf meinem Kanal zu Soviet Republic Workers and Resources. Mein Name ist der Ed und ich begrüße dich ganz herzlich. Ja, ich habe dieses Spiel freundlicherweise von Team 3D Vision bekommen. Thank you Milan for the key. Und das Ganze ist Early Access. Das Ganze ist eine Wirtschaftssimulation, / Städtebau, City Builder, Tycoon, Mischmasch, sag ich jetzt mal. Wir bauen unsere eigene Stadt. Das Ganze aber nicht so typisch, wie man es kennt, sprich in den westlichen Ländern, sondern mal ein ganz niegelnagelneues Szenario in der Sowjetrepublik. Mit allem, was dazu gehört, mit Plattenbauten etc. pp. Und hast du nicht gesehen. Inklusive Zugverbindung und. Ihr wisst, ich liebe Züge und das passt natürlich. Ja, ich habe da natürlich für euch alles reingemacht, was es geht. Sprich, alle Einstellungen auf Maximum. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut für euch. Wir können mal ganz kurz gucken. Irgendwie ist es mir dann... So, müsste es gehen. Oder noch ein leiser? Nee, so ist okay. Ich glaube, das können wir nehmen. Gut, okay. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich habe das Spiel auch nur kurz angezockt bisher. Wie gesagt, es ist Early Access. Da kann es natürlich zu Fehlern kommen, etc. pp. Seht das bitte nach. Aber ich habe, wie gesagt, das kurz angespielt. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Und das würde ich euch jetzt gerne präsentieren. Das Problem ist bloß, es gibt kein Tutorial. Das ist so ein bisschen tricky. Es gibt zwar eine Hilfestellung. Ja, die funktioniert auch einwandfrei, gar keine Frage. Das werde ich euch gleich zeigen. Aber es ist doch, man muss ein bisschen überlegen und gucken, wie man das hinbaut und so weiter. Also es ist nicht ganz so easy. Aber wir werden einen Blick riskieren und wir gehen neu rein in dieses Spiel. So, neues Spiel. Momentan kann man hier nur die Karte wählen. Osteuropa, mittlere Hügel. Entweder im leeren Zustand, das heißt, es ist noch nichts da. Oder aber das Ganze schon mit Bevölkerung etc. pp. Die Frage ist, ich glaube, wir fangen mal komplett frisch an, ohne alles. Wir lassen es mal bei diesen Einstellungen, ganz einfach, damit wir ein bisschen leichter haben. Energiemanagement, Gebäude und Fahrzeuge, das ist auch so eine Sache, das muss ich mir auch noch reinfuchsen, aber das kriegen wir hin. Zusammen werden wir das garantiert erleben. So. Globale Ereignisse kann man leider noch nicht anschalten, aber es steht ja bald verfügbar. Bin ich gespannt, was es damit auf sich hat. Okay, wir gehen rein in die Karte. Schauen wir mal, was uns erwartet. So, wir machen uns erstmal einen kleinen Überblick. Ich gehe erstmal auf Pause. Ja, schön mit den Wolken, das ist schon ganz nett, ne? Also hier mit den ganzen Wolken, das ist schon cool gemacht. Ah, Riesengebiet. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja irre. Ich weiß auch nicht, wo es schlau ist, strategisch am besten zu bauen. Wir gucken einfach mal, was sich so ergibt. Was ich schon rausgefunden habe. Wir haben nämlich das Problem, wir müssen natürlich für unsere eigene Energie suchen. Unsere eigene Energieversorgung machen. Dadurch gehen wir hier natürlich hier drauf auf Konstruktion. Haben hier verschiedene Gebäudearten, bauwirtschaftliche Industrie, Wohngebäude, Ausrüstung für Bürger, damit meinen die so Kino und so weiter. Bildung, Nahrungs- und erntebezogene Sachen, Öl, Bitumen, Kraftstoff. Bitumen wird gebraucht für Asphalt und Teer. Verschiedene Industrie, Kies, Kohle, Eisen, Lager, Warenhaus, Engineering, Industry. Ist noch nicht ganz übersetzt alles. Energie natürlich und Bäume und Zubehör. Das Ganze ist so, wir haben zwei verschiedene Währungen. Einmal den Rubel und den Dollar. Ihr seht, ne, Dollar haben wir nur 2 Millionen, den Rubel allerdings ein bisschen mehr, 10 Millionen. Man kann es aussuchen, mit was man das baut, wenn man gewisse Gebäude schnell haben will. Aber wir müssen erstmal gucken wegen der Energie. Dafür brauchen wir eigentlich erst einmal, lass mal kurz gucken, Kraftstoff, nein. Genau, Kohle. Wir fahren als allererstes mit Kohle. Dazu brauchen wir eine Kohlemine. So, Problem ist, wir müssen schauen, wo es möglichst, möglichst grün ist. Da kriegen wir Kohle raus. Seht ihr hier, da ist grün, ne? Das ist
da ist Kohle, hier gibt es keine Kohle. Das ist ein bisschen doof. Wir müssen mal ein bisschen schauen, was das, dass wir uns hier vernünftig positionieren. Ich glaube, das Wasser ist weit weg, ne? Das ist echt ein bisschen... Mal schauen. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie hier drüben irgendwie was reißen können. Ja, auch nicht so ganz. Ich glaube, die Stelle war schon gar nicht so verkehrt. Ja, hier ist ein bisschen was, aber nicht so, dass es mich umhauen würde. Hier ist auch so ein bisschen, hier ist ein bisschen, hier, wie gesagt, hier würde es ganz gut gehen. Wir zoomen mal ran. Frage ist nur, wie kriegen wir das hier hin? Da würden wir was kriegen, hier würden wir auch was kriegen. Natürlich ein Problem mit den Höhenlinien, ne? Das ist nicht so ganz easy. Wenn wir hier bauen, dann kriegen wir schon eine Menge raus. Ich zoome nochmal ran. Wir drehen das Ganze mal. Wie ihr seht, das Ding hat auch Ein- und Ausfahrten, Straße und etc. Da müssen wir auf achten, wenn wir das am besten bauen. Effektiv halt, ne? Das hier wird ein Problem, aber da kannst du nicht bauen. Das Ganze müssen wir zusehen, wie wir das machen. Das gefällt mir noch nicht. Wir schauen nochmal. Hier würde es teilweise auch gehen, aber auch nicht so viel, ne? Ja, das ist so ein bisschen tricky. Ich zoome mal ein bisschen raus. Da. Da ist was, aber nicht viel. Das ist suboptimal. Hier würde was gehen. Ich will natürlich auch nicht in Gebirge bauen, unsere Stadt. Das ist natürlich auch so ein bisschen... Hier ist zumindest... Anschluss. Das ist alles so ein bisschen, wie gesagt, suboptimal, ne? Nötig flaches Land. Hier oben könnte man, aber ich weiß nicht, ob wir da mit der Straße hinkommen. Das ist natürlich... Ich weiß auch nicht, wie viel man braucht, um vernünftig zu wirtschaften. Dass man auch genug produziert. Ja, es ist nicht optimal, ne? Es ist nicht optimal. Hier war doch was, so ein bisschen. Ah, es ist auch wirklich echt. Ja, ich weiß auch nicht, ob man das besser anschalten, ansehen kann. Ob es eine Ressourcenübersicht habe ich bisher noch nicht gefunden. Oder ob man dazu angehen muss. So, wir könnten natürlich hier oben bauen. Ich mal ganz kurz geguckt. Straßenanschluss wäre so. Oh, das wäre aber steil. Hier würde es. Da würde es ganz gut gehen, glaube ich. So, also jetzt planieren wir das Ganze. Und dann wird das Teil da gebaut. Das gucken wir uns gleich mal an. So, da ist es. Ich gehe mal auf Start. Dann nehmen wir uns mal Straßen. Da gibt es auch verschiedene. Lehmstraße, Kiesstraße. Da geht es nämlich schon los. Zu steil bergab. Da müssen wir uns hier ein bisschen den Weg planieren. Kostet natürlich alles, solche Aktionen. Aber was willst du machen? Wir gehen jetzt runter zu unserer City, die wir hier jetzt aufbauen werden. Wir brauchen das leider, den Strom. Ich ziehe mal eine lange Straße. Dann werden wir uns hier mal die erste Kreuzung hinsetzen. Momentan baue ich das alles mit Rubel. Das kostet natürlich, ne? Seht ihr, da gehen die Kosten runter. So, dann haben wir schon mal das. Das ist unsere Kohlemine. Der Bau läuft ohne Probleme. Das wird dran gearbeitet. Seht ihr gerade, ne? Arbeitstage. Ressourcen importieren wir, die wir dafür gerade brauchen. So weit, so gut. So, jetzt lass mal schauen. Erste Dinger, die wir brauchen, definitiv Strom. Strom ist wichtig. Das heißt, wir haben jetzt hier oben Kohle. Aber ich glaube, der braucht auch Strom. Ja. Ohne Stromerzeugung, keine Arbeiter. Okay, das heißt, das ist jetzt die Kohle, die wir uns holen werden müssen, mit
LKWs wahrscheinlich. So, Energie, Kohlekraftwerk. Ne, dann würden wir das hier so hinbauen, das wäre das Kraftwerk. Da wären Zulieferer, das seht ihr auch, da diese Dinger. Kriegen wir die hier so hin? Es ist verbunden. Wäre es nicht mehr verbunden? Ich muss mal rauszoomen, das ist mir zu weit weg. Müssten wir ziemlich umständlich bauen. Das wäre schon... Geht's nicht. Das würde gehen. Aber da haben wir das Problem mit den LKWs. Es ist natürlich nicht leicht, ne, das hier so hinzubauen. Wir müssen das Ganze ja auch irgendwie mit Strom versorgen und mit den LKW-Ladestationen und, und. Das ist tricky. Wir bauen es hier hin. Über die Förderbänder werden wir es nicht hinbekommen. Glaube ich nicht. So, das wird jetzt gebaut. Straßenanschluss. Wichtig. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob mein Vorgehen jetzt komplett richtig ist. Das werden wir herausfinden. Ich weiß nur, man muss auch irgendwie Konstruktionsbüro bauen und was weiß ich nicht was. Also es ist eine ganze Menge zu tun. So, bauen wir hier mit hin. Eisenbahn, wie gesagt, Kiesgrube, ne, wäre auch eine Betonwerk, Freilager etc. pp. Momentan soll er ja nur von A nach B dann fahren, damit wir Strom produzieren können. Das bedeutet, wir brauchen Depots, Busplattformen, das ist für die Arbeitstransportation. Das ist ein Lager. Rohstoffe beladen. Genau, das wollen wir hier oben machen. Kann man das hier hinkriegen? Ich weiß es nicht. Na, hier soll es ja beladen werden, also abgeholt werden und unten entladen. So, wenn ihr euch fragt, was das hier für Dinger sind, dazu kommen wir gleich. Das sind nämlich die Förderbänder. Ja, man kann hier sogar mit Förder arbeiten. So, das klappt auch ganz gut. Dann haben wir jetzt hier nämlich die Abladestation, das heißt aus dem Bergwerk direkt zu dem LKWs, das ist gar nicht mal so verkehrt. Das bedeutet, wir brauchen auch nochmal eine Straße. So, schön mit einer Rundung. Dann werden wir das Ganze mal hier so ranführen, dass wir eine Schleife fahren. So, das klappt. Ihr seht, wir haben noch nicht mal Gebäude oder sonst was, also Wohnhäuser, aber wir sind schon übelst am Bauen. So, wir fangen mal an mit den ersten Gebäuden, ne? Schauen wir uns das Ganze mal an, was wir hier haben. Da gibt es sogar Fußwege, das ist auch eine ganz coole Komponente, wie ich finde. Da werden wir unseren ersten Wohnblock dann hinzimmern. Zumindest mal ein paar davon. Und drehen wir. Dein Block, mein Block, unser Block. Unser Ostblock. So, damit haben wir schon mal die erste Reihe gebaut. Das muss natürlich noch verschönert werden. Fußwege etc. pp. Da sind wir ja dran. So, okay. Das sollte klappen. Das ist LKW-Beladung. Hier müssten wir erstmal investieren, damit wir Strom erzeugen. Das ist nicht alles so leicht. Dann brauchen wir Straßen entladen. Brauchen wir jetzt hier. Genau, den Entlader. Passt nicht ganz hin. Das ist aber ärgerlich. Komm schon. So, okay. Ich hoffe, dass das klappt. Dass es so klappt, wie ich mir das von der Logik vorstelle. Förderer. Auswählen. Ja, klappt.
Perfekt. Sehr gut, das ist schon mal richtig so. Das klappt auch hier oben, das ist gut. In Ordnung. Damit haben wir das schon mal verknüpft. Das ist schon mal gut. So. Nächste Aktion, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen viel, viel mehr. Kies holen wir uns dann. Das machen wir alles später. Zementsilo, Asphaltanlage, Betonwerk. Freilager, Warenhaus. Ich glaube, Warenhaus ist dazu da, dass wir importieren können. Ich weiß nicht, wozu das gut ist. Dieses Dings zum Anliefern oder sowas. Parkplatz wäre auch eine geile Idee. Ich weiß nicht, wozu das gut ist. Ob das Bahnlinien sind oder sowas. Das eine ist zumindest Bahnlinie, das sehe ich. Aber was das andere darstellen soll, weiß ich noch nicht. So, das wird hier natürlich Industrie. Und was setzen wir am besten? Ich weiß nicht, ob wir das hier so mit ransetzen sollten. Für Bahnlinie. Freilager. Eigentlich wollte ich das Warenhaus bauen. Da können wir auch direkt einen Zug anklemmen, wie es aussieht. Das ist ja interessant. Okay, wir wollen erstmal das Warenhaus hier ran machen. Dazu werden wir erstmal Folgendes tun, nämlich eine Straße setzen. Ja, so wollte ich es jetzt nicht haben. Wollte es, ups, gerade haben. So wollte ich es haben. So, jetzt. Tankstelle brauchen wir auch. Wir müssen nämlich unsere Fahrzeuge, die wir benutzen, auftanken. Das ist ganz, ganz krass, wie ich finde. Straßendepot können wir eigentlich mit hier oben ransetzen. Das kostet natürlich alles Geld. Aber was wollen wir machen? Kommen wir nicht drum herum. So, das war die Tankstelle und das läuft auch. Momentan bauen wir wirklich alles on the fly. Das ist natürlich nichts in der Sache. Das kostet wahnsinnig Geld. Aber wir müssen investieren. Das muss ich überlegen. Warenhaus wollten wir machen, ne? Genau, das Warenhaus wollten wir ranmachen. Ja, das würde sogar gehen. Ja, damit, da können wir nämlich Sachen importieren mit. Was auch sehr schön ist, Tag-Nacht-Wechsel. Finde ich sehr angenehm. Finde ich sehr cool. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen auch Fußwege. Unsere Leute wollen auch Fußwege benutzen. Verbinden wir erstmal das hier unten. Das freut unsere Bewohner, die hoffentlich bald in Scharen hier einziehen werden. So, verbunden. Haben wir noch irgendwo Fußwege, die ich jetzt mal auf die Schnelle nutzen kann? Nein. Okay. Das ist das. Wir haben jetzt das Lager. Pflanzen, Chemikalien ist noch ohne Stromversorgung. Okay. Ressourcen für Dollars kaufen. Produktion gestoppt. Keine Ressourcen, es fehlt Kohle. Ja, ist klar, weil das noch nicht anlaufen kann. Weil hier der Strom fehlt. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen Leistungstransformator, Umspannwerk, Mittelspannungsschalter. Ich weiß nicht, wozu die ganzen Dinger sind. Das ist das Problem. Leistungstransformator. Ich weiß nicht, wozu es gut ist. Deswegen,
Umspannwerk. Umspannwerk können wir die können wir noch drehen. Und dann damit wahrscheinlich dran vom, mit verbinden. Kriegen wir die hier so ran? Ja, kriegen wir. So. Das klappt. Okay. Hochspannung, Mittelspannung. Das klappt. Gut. Werden jetzt wahrscheinlich noch nicht 10 von 12. Elektrische Verbindung. Okay, das läuft. Das ist okay. Wir brauchen... Ich weiß nicht, was Faktum ist. Schalter. Mittelspannungsleitungen. 1, 2, verschiedene Wattanzahlen, aber man weiß leider nicht, was man genau alles braucht. Das ist das Problem. Ja, das ist ein bisschen schade. Haben wir hier oben Strom? Weiß ich gerade gar nicht. Wir machen einfach mal ein bisschen, gehen hier mal raus. So, okay, dann brauchen wir hier bestimmt wieder irgendwie ein Umspannwerk irgendwie. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Dann brauchen wir hier bestimmt hier oben auch rein. Na komm. Na, warum kannst du mich da nicht ransetzen? Hm? Was ist los? Ich glaube, wir lassen es erstmal bauen, dann sehen wir weiter. Glaube ich, das Schlauste, das machen können. Schön, wie das hochzieht hier. Gebäude ohne Stromversorgung. Ja, ist klar, wir haben noch keine Stromversorgung. So, das machen wir jetzt noch ganz schnell. Umspannwerk, damit wir hier Strom kriegen. Da geht's. So, okay, das wird gebaut. Dann brauchen wir noch die Verbindung natürlich. Ich hoffe, dass das angeklemmt ist. Ich hoffe zumindest, dass das so ist. Okay, das ist das. So, das sollte auch klappen. Wenn nicht, müssen wir nochmal umbauen. Aber liebe Freunde, das erst im nächsten spannenden Part von Soviet Republic Workers and Resources. Bis dahin bin ich jetzt mal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Und ja, dann geht's bald weiter. Tschüss, tschüss.